war in vergessenen Tagen und noch bevor das Tageslicht die Nacht vertrieb. Der Tag, an dem ich einen Teil von mir verlor. Eine Erinnerung, ein Gefühl, eine Richtung. Schon damals gab es Menschen, ganz ähnlich mir selbst. Und gleich wie ihr waren sie auf einer Reise. Auf einer Suche, würde ich behaupten. Um zu finden, wonach wohl viele zu suchen scheinen. Vorbei an ihren Grenzen. Vorwärts in ihrem Sein. Ein Gebiet, wo Zeit an Wichtigkeit verliert. Wenn die Tage kürzer werden, fällt die Natur in einen Halbschlaf, bis die Zeit endgültig verblasst. Bringt Wandel und legt leise ein weißes Tuch über das Land. Selbst der weiteste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Der Blick in die Ferne zeigt ihnen die Richtung, bis sie die Sehnsucht vorwärts treibt. Es war wohl der Weg, der sie glücklich machte, nicht das Ziel. Zeit vertreibt das Weiß aus den Tälern. Leben entspringt aus dem Fels und bringt mit sich, was ich einst verlor. Wasser führte sie in eine neue Richtung, nach Norden, vorbei an grauen Felsen, alten Grenzen und einem grünen Himmel.
was mir einst verloren, erhält nun neuen Wert. Dem längsten Tag folgt die kürzeste Nacht. Und der Verlust vergessener Tage erstrahlt im Licht der brennenden Berge. Jeder Tag ein neuer Weg, eine neue Richtung, eine neue Art des Seins. Ihr Weg, ihre Suche fand bald sein Ende. Gefunden haben sie mich, die Zugspitze. Ruhig wartend stellte ich ihnen dieselbe Frage, die ich auch euch eines Tages stellen werde. Ist es möglich, die Freiheit zu finden?